Die Sonne geht jetzt schon mal auf über unserer kleinen beschaulichen Unterkunft. Oh, und die Buttermelonen sind fertig. Ich verfolge übrigens immer noch so einzelne kleine Vöglein. Die hoffen, dass die mal irgendwann auf dem Boden landen. Und ich den letzten Prozent noch irgendwie erforschen kann. Sind aber bei 99%. Ja. Aber die Nacht war leider nicht erfolgreich. Oh, die landen immer in den Bäumen. Landevogel. Neue Waffe, Speer. Das war meine Überlegung. Doch, müsste eigentlich gehen, ne? Du kannst beides nehmen. Ja, okay, sehr gut. Lande, bitte. Warte. Beobachten. Nein, das geht nicht. Ach, kacke. Ich habe gedacht, die kann ich auch in der Luft beobachten. Weit gefehlt. Lara, wieso erntest du nicht? Lara? Oh. Ach so, ja klar. Dafür habe ich das Ding ja gebaut. Ich kann bloß damit noch nichts anfangen, weil ich habe keine Batterien. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, das Ding genau da hinzubauen, ey. Oh, Landevogel. Die landen einfach nicht. Scheiße. Ach, das ist doch ärgerlich. So, komm, wir reißen hier nochmal ein paar Bäume weg. Rinderbeeren. Diese zerbrechlich aussehende Beerenpflanze ist erstaunlich zäh und schafft es, sich unter dem Gewicht ihrer schweren Früchte aufrechtzuerhalten. Die Beeren selbst sehen nicht sehr appetitlich aus, wenn sie klein sind, aber wenn sie reif sind, werden sie schön saftig. Ich nenne sie Rindbeeren. Nennen sie ihnen ein wenig dem Gemüse, das gut zu Rindfleisch-Sandwiches passt. Zumindest habe ich das gehört. Schaltet frei, Ernte von... Ja gut, ist gerade ausgegraut noch. Aber von den Rinderbeeren. Ich knall mir jetzt dann nochmal hier oben mit ran. Ja, ein bisschen Tetris fällt, aber egal. Das sieht auch geil aus. Oh, wie hier so die restlichen Nebelschwaden noch abziehen. Geil. Sehr, sehr schön optisch. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut das Spiel. So, Grundlagen des Bauens. Mein Ziel ist es heute zumindest, die Grundmauern unserer neuen Unterkunft zu bauen. Das wäre mir sehr, sehr recht. So, da haben wir noch Rauchblätter. Hier haben wir auch nochmal ein bisschen Mais. Kann ich mit dem Mais eigentlich irgendwas anfangen bisher? Nee, ne? So, ich denke, von diesen Glitterkappen sollten wir auch genug haben, oder? Auf Lager 0. Warum? Im Begriff zu verrotten. Fleischsuppe, oh. Wieso kannst du keine Fleischsuppe? Achso, ja klar. Wir machen mal die Notration bei allen aus. Die würde ich tatsächlich gerne behalten. Ihr esst aber die Notration als erstes immer noch, ne? Ach da. Ja, ich brauche unbedingt einen Kühlschrank später. Ah, schade. Hab schön die Fleischsuppen weggerotzt. Kacke. So, die ersten Rauchblätter sind dann auch bald fertig.
Den Vogel gelandet? Nee, ne? Nee, das hier. Nix. Also zumindest nichts, was ich mir nochmal angucken kann. Ganz ehrlich, komm, wir plündern hier mal das kleine Teil noch. Das war noch halbwegs in unserer Ecke. Ja, lande bei mir. Scheiße. Oh, was wird denn da gepflanzt? Achso, die Rinderbeeren. Oder Rindbeeren. Keine Rinderbeeren. Ja, lande! Lande! Oh. Wir borgen eine Unterhose. Schön. Guck mal, sie hat so eine Kackhose. Alter, was hast du denn für eine Hose? Hitzetoleranz. 3 bis 6. 3 bis 6 ist sogar besser. Also Lara braucht auf jeden Fall eine neue Hose. Achso, noch nicht eingelagert. Eingelagert. So, jetzt aber. Oberteile haben wir nichts. Hemden haben wir nichts. Schuhe haben wir nichts. Okay, müssen wir alles mal herstellen. Wir haben ja, ach so, die Schneiderbank habe ich noch gar nicht gemacht. Also, was können, also was brauchen wir denn überhaupt? Wir brauchen auf jeden Fall eine Jacke. Jacke, Mantel, Pelzmantel. Also eine Jacke muss ich auf jeden Fall mal herstellen. Oh, wir werden angegriffen. Da haben wir nochmal ein Oberteil. Auch geil. Okay, ich denke, das mit den aggressiven Tieren hat sich gleich erledigt. Oh, explosiver Skarabee. Noch 9. Oh, guck mal hier. Klingengras. Das kenne ich auch noch nicht. Also es wird wahrscheinlich einfach nur Weizen sein. Ken erreicht Intellekt 3. Sehr schön. Und heilender Balsam haben wir jetzt. Ah, weil wir die ersten Glitzerkappen haben. Boah, hier hinten. Grundlagen des Bauens. Jetzt geht's los. Okay. Also, wir haben Kamin, Lüftungsschacht. Okay. Also, wir brauchen erstmal einen Fußboden. Alter, jetzt haben wir hier alles freigeschaltet. Ein Boden. Brauchen wir den aus Stein? Ich würde sagen, ja. Und wir können auch hier hinten bauen, ja? Also, wenn ich jetzt hier baue, baut er das. Krass. 621. Boah, 384. Okay, das geht nie im Leben. Metal-Schrott. Starke Unterstützung. Mittlere Wärmedämmung. Okay, dann würde ich doch auf Holz gehen. 774. Jo. Okay, das ist mal krank groß. Warte mal, wir machen erstmal vielleicht einen kleinen Eingangsbereich. So, wir machen erstmal das hier. Oh, wir werden angegriffen. Ken, komm her. So, wir schließen erstmal alles. Ja, keine Ahnung. Schließen. Schließen. Und Ken. Digga, soll jetzt die Kacktür zumachen.
So, wo kommen denn die Tiere? Oh. Wow. Das sind aber andere. Explosiver Skarabee. Alter Schwede. Ist euer Scheiß ernst? Das ist ja der letzte. Da oben. Also kommen die doch hier durch. Unebenes Terrain. Unentfernbares Hindernis. Fernbares Hindernis. Warte mal, wir testen das jetzt. Also erstmal bitte die Leute behandeln. Ich weiß gerade nicht welche. Oh, der hat's aber noch ein bisschen abgekommen, ne? So, warte mal. Ah ja, okay. Also es geht nur da oben durch. Gut. So, dann baut mir das mal bitte schnell zu. Ein Steinzaun. Achso, ist nicht geskillt genug. So, wir können übrigens auch mal die Türen wieder öffnen. Und theoretisch können wir auch die Viecher hier alle schlachten. So, liegt hier noch irgendwo was? Oh! Gegen das Reptil. Oh, es tut mir echt leid, Quinn. Abbrechen. Oh, das ist ja gut. Ey, Quinn, es tut mir echt leid, aber du musst die ganze Nacht jetzt hier durchforschen. Nein, es ist weg. Kacke. 70%. Warte mal, dann lassen wir mal hier den hier rumliegen. Vielleicht kommen ja noch ein paar Tiere. Ah, da ist der nächste. Quinn. Beobachten. Nein! Oh, Ken, das war dumm. Ah, das war dumm. Vielleicht kommt ja noch mal ein Tier für den Skarabäus. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt mehr Holz machen. Ah, der wächst noch. Den müssen wir auf jeden Fall auch nochmal entfernen. So, aber die ersten Sachen entstehen schon. Ja, traut sich einer? Ach, dafür ist auch dieses... Ah, wo waren das? Dieser Köder... Fleischköder hier. Baut mir mal bitte so ein Ding. Ja, Quinn muss unbedingt schlafen. Er hat die ganze Nacht durchgearbeitet. Unzureichender Treibstoff. Okay, ich habe kein Fleisch.
Kann ich dafür nicht auch Insektenfleisch nehmen? Pilze müssen auch fertig sein. Nee. Getreidekolben, Alter. Ich habe 747 Essen. Boah. Krass. Gut. Alle sind am Pennen. Achso, wir müssen übrigens Forschung setzen. Was machen wir denn als nächstes? Elektrische Netze würde ich gern machen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht sowas wie einen Kühlschrank oder sowas erforschen können. So, was wir auf jeden Fall auch brauchen, sind natürlich Räume. Was? Ich brauche 26. ...284. Alles klar. Was hätten wir noch? Metallschrott. Holz. Stöcke. Was? Ah. Ja, ich baue das auch aus Holz. Machen wir uns erstmal eine Holzhütte. Eine Treppe brauche ich. Die können wir uns aber theoretisch aus Stein machen. Die können wir auch aus Holz machen. Oh, ja. Jetzt geht's wieder los. Eine Holztreppe. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Holztür. Und wir brauchen irgendeine Art Dach. Da würde ich aber tatsächlich mal... Oh, das ist ja auch geil. Ach, da wird ein hölzernes Dach gleich aufgesetzt. Ist ja geil. Cool. Ja, wir brauchen unbedingt viel mehr Holz, aber... Wenn man hier umsonst hier einen ganzen Wald vor der Haustür... So, den kann man mal ernten. Der sieht auch gut aus. Hör mal bitte auf zu plündern, kurz. Muss erstmal Holz sammeln, bitte. So, zwei CPUs, glaube ich. Lara ist im Leerlauf. Kana erreicht Intellekt 3. Drei Leute sind kurz vorm Zusammenbruch. Mal das Ding hier mal ausstellen. Oh, guck mal. Das erste Dach steht. Sehr, sehr viele Wände stehen schon. Wir müssen übrigens dann auch sowas wie Fenster und sowas bauen. Kleines Fenster. Oh nee, das sieht nicht schön aus. Warte mal, können wir gleich mehr davon bauen, bitte? Ressourcen sehen gar nicht verkehrt aus. So, da steht das ganze Dach zumindest schon mal. Auch bei den Wänden sieht es schon sehr, sehr gut aus. Und wir können die ganzen Pilze ernten. Oh ja, dann können wir nämlich hier die kleine Hütte schon mal wegreißen. Zurückholen. Bewegen. Leer halten. Mach mal bitte kein rohes Fleisch rein. Das würde ich gern verarbeiten. Da, 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 da. Mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz. Ja,
Ja, komm, hier den können wir auch wegreißen. 27 ist okay. Der ist voll ausgebaut, ausgereift, der auch. Da werden die Pilze geerntet. So, komm, mach fertig jetzt hier. Four walls, floor and the roof. Errungenschaft, also erste Haus ist quasi gesetzt. Eingangstür, Fenster werden gebaut. Ja, da gewinnen wir auch nochmal ein bisschen Holz zurück. Geil. Oh mein Gott. Ist das schön. So, Möbel. Holzbett. Aus Synthetik. Wie viel Synthetik haben wir? Wenn dann hier 80. Alles klar. Wir bauen uns 4 synthetische Betten. Kann man Wände ziehen? Kann man. Wir machen mal die Öffnung. Ja, wenn dann die richtigen Türen. Wir machen uns mal hier noch Wände rein. Aus Synthetik. Schön, dass sie unterschiedliche Farben haben. Gefällt mir. So, dann verschieben wir diesen ganzen Bereich. Ich komm mal hier vors Fenster. Ach, Kacke, da ist ja... Warte mal. Sollen wir nochmal kurz umbauen? Kann man die Tür nochmal woanders hinsetzen? Ach, das geht ja auch nicht. Doch, na klar geht das. Warte mal. Ach, müssen wir alles nochmal abreißen. Dann doch nochmal ganz kurz anders bauen. So, Bett. Nee, Steinbett nicht. Bett. Hölzernes Bett. Synthetik. So, Tür, Holz. Zack, zack. So wird's bitte gebaut. Das Küchending. Bauen wir hier hinten hin. Man kann die Fenster, glaube ich, auch schließen, ne? Genau. Je nachdem, wie warm, kalt es draußen ist, sollte man dann auch Fenster öffnen und schließen. Ich weiß leider nicht, ob das geht. Aber wahrscheinlich notfalls von außen kann man die Fenster zumachen. So, Quinn erreicht Bauen 6. Oh, yeah. Ich bin dunkel langweilt. Oh, ich habe irgendwas Neues entdeckt. Elektrische Netze. Hint, Electric Grids. Okay, wir können Stromzellengenerator bauen. Eine Heizung, ein Elektrokochherd, eine Deckenlampe, Flutlicht, elektronische Wandlampen, Strommast aus Holz, Metallstrommast und ein Stromschalter. Oh mein Gott. Okay, dafür brauche ich Eisen. Okay, ich muss Metallveredelung machen. Sonnenkollektor, auch geil. Ich muss aber erstmal Eisen herstellen. Ich habe keine Ahnung, wo ich Eisen herkriege. Eigenartiger Busch. Nee, tatsächlich ist das für mich eine Frage, die ich mir irgendwie erstmal erklären muss. In die Betten? Nein. Mann, hier ist ja nichts fertig. So, was haben wir denn noch? Produktion. Ein Elektrokochherd. Brauchen wir Metall. Können wir nicht machen.
Den Stromzellengenerator, da brauchen wir eine Energiezelle, die haben wir nicht. Ja, Stromschalter macht dementsprechend auch keinen Sinn. Wir haben auch keinerlei Metalle. Ja gut, die Betten hättet ihr tatsächlich schon benutzen können. Ich hoffe, dass die keine Einzelzimmer haben wollen. Kann man die zuweisen? Ja. Ich würde gerne Kana und Ken. Ach nee, die mögen sich ja nicht, ne? Dann bekommt Kana das Bett. Quinn kriegt das Bett. Lara. Ja gut, und das steht noch nicht. War noch Kana und Ken, oder? Warte mal, wo stand denn das? Halbbruder von Kana. Achso, okay. Geht aber wieder hoch, die Meinung. Dann können wir denen auch zusammen ein Zimmer geben. Kana. Ken. Lara. Und hier kommt dann Quinn hin. Und mir fällt übrigens jetzt auf, dass ich drei Asiaten genommen habe. Ja, die Asiaten. Die können halt alles, ne? So, Lara ist im Leerlauf. Ja. Sehr schön. Quinn. Oh, Kunststoffbett aus Holz. Waiting for other constructions. Ist Quinn der Einzige, der bauen kann? Okay, jetzt haben wir kurz vorm Zusammenbrechen, habe ich das Gefühl. Ah, diese Vögel, die landen einfach nicht mehr. Ist doch schlimm. Immer noch bei 99%, ne? Ja. Unbedingt Fleisch machen. Und Quinn, du musst unbedingt die Holztüren jetzt bauen. So, dann können wir nämlich diese vier hier abreißen. Genauso wie wir das abreißen können. Und das. So. Erforscht Metallveredelung. Okay. Brennofen. Veredelt Metallschrott und Erze in Metalllegierung. Bau den einfach hier hinten hin. Ich finde, da passt er optisch sogar hin. Kann man eigentlich sowas wie Wege bauen? Nee. So. Ah, ich kann Metallschrott in Metalllegierung machen. Machen wir bis 50. Ich will tatsächlich nicht alle verbraten. So, Metallveredelung haben wir. Und hier diesen zwei. Das ist nicht gut. Muss auf jeden Fall noch Bäume fällen. Vorräte wieder aufstocken. Nee. Ah, hier liegt noch ein bisschen was rum. Wie weit bist du denn? 25. 29. Den können wir auf jeden Fall noch entfernen. Und ich würde mir eine kleine, ich sag mal, kleine Garage oder Verarbeitungsdings dann auch nochmal bauen. Die muss auch nicht groß sein. Alter, voll in den Blitz reingeguckt. Die könnten wir vielleicht hier vorne hinbauen. Oh, 20 aggressive Tiere. Ist nicht dein Ernst.
Ach, wo denn? Ach, die Kacke. Und die werden auch nicht angegriffen, ne? Nee. Das ist nicht schön. Aber jetzt, warte mal. Wir testen mal ganz kurz. Ja, perfekt. Jetzt kommt keiner mehr rein. So, den Angriff machen wir jetzt noch. So, Lara. Mann, Tür schließen. Gewinnen, Tür schließen. Ken, Tür schließen. Und Kana kommt erstmal hier hin. So, wo sind sie denn, die Dinger? Da kommen sie. Du hast immer noch keine Fernkampfwaffe, ne? So, schön. Dass es mir jetzt auffällt. Sehr gut. Ken? Ah ja, okay. Oh fuck. Oh fuck. Oh mein Gott. Oh, wir haben es überlebt. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Kacke. Okay, irgendeiner muss anfangen, die Leute zu behandeln. Oh, halt euch mal bitte gegenseitig. Oh, Lara heilen 1, sehr gut. Alter, wie viele... Alter, wie viele Sachen haben die denn abbekommen? So, und du musst bitte sie heilen. Was hast du denn noch offen? So, genau, ihr heilt euch jetzt einfach gegenseitig. Alter Schwede. Oh Gott. Okay, Quinn heilen 1. Sehr schön. Risiko Zusammenbruch. Ja, zerstörte Strukturen. Okay, ich habe unzureichende Materialien. Ist aber okay. Also erstmal muss ich... Was? Oh, scheiße. Lara ist krank. Infektion leicht. Schlecht behandelt. Heilt Lara. Oh, wird sie jetzt wieder? Ja, ne? Ja, okay, alles geht nach oben. Oh, Quinn erreicht auch direkt Heilen Stufe 2. Perfekt. Meine Damen und Herren, so, jetzt machen wir wirklich Schluss. Wir haben auch den nächsten Angriff überlebt. Ihr seht, wir müssen unbedingt Verteidigung aufbauen. Na gut, Sonnenkollektor ist jetzt nicht Verteidigung. Was hätten wir denn zur Verteidigung? Oh, Musikinstrumente. Ah, auch nicht schlecht. Dieselgeneratoren, Flammenwerfer. Aber auch Benzin, das habe ich nicht. Oder ich gehe erstmal. Obwohl, ich habe keine synthetischen Dinger. Leder habe ich auch nicht. Brandfallen. Ach, warte mal, haben wir nicht normale Fallen? Hier. Aus Metallschrott.
Das könnte man noch setzen. Das können wir vielleicht nächste Folge mal angehen. Ansonsten... Gut, erstes Metall haben wir jetzt auch mittlerweile. Wir versuchen hier unsere kleine Werkstatt auch noch aufzubauen in der nächsten Folge. Dafür müssen wir noch mal ein paar Steine sammeln. Und wir müssen, ja gut, hier vorne dann noch den Rest wieder reparieren und uns auf den nächsten Angriff vorbereiten. Es geht aber voran. Also erste Hütte steht, wir produzieren die ersten Metalle. Wobei ich mich immer noch frage, was passiert, wenn ich keinen Metallschrott mehr habe. Aber gut, vielleicht finden wir auch Erz. Und ja, es wird langsam lebenswerter. Wir haben richtige Betten, wir haben ein Dach über dem Kopf, also ein richtiges Dach. Und können uns eigentlich gerade nicht beschweren. Gut, sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Nächste Folge Stranded Alien Dawn. Freue mich drauf und hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei in dieser wunderschönen Alien-Welt. Bis dahin, tschüss.